Hallo, mein Name ist Blaser Kurt. Ich bin der Autor meines neuen Krimis, das sechste Zeichen, aus dem ich Ihnen gern etwas vorlesen möchte. Bauer Fankhauser wollte nach der Unterredung mit der Kommissarin in der Gaststube noch ein Bier zur Entspannung trinken. Aber da er wusste, wie schnell sich im Dorf alles herumsprach und er sah, dass der Gemeindepräsident fast mit dem ganzen Gemeinderat am Stammtisch saß, ging er noch immer erregt rasch nach Hause. Als er dort ankam, sah er, dass im Wohnzimmer noch Licht war. Da er mit seiner Frau nicht zusammentreffen wollte, ging er in den Stall und setzte sich dort gedankenverloren auf eine Bank, die an einer Seitenwand befestigt war. 15 gepflegte Kühe der Simmentaler Rasse standen oder lagen kauernd auf den Lägen. Oben an der modernen Futterkrippe waren auf schwarzen Brettern mit weißen Buchstaben die Namen der Tiere angeschrieben. Da hieß es Vreni, Meieli, Kätti und so weiter. Fankhauser schaute voller Stolz auf die Kühe und das sollte durch einen Blödsinn, den er sich geleistet hatte, eventuell zerstört werden. Nein, nein! Das durfte nicht sein. Das würde er nicht zulassen. Die Gedanken des Bauern wurden jäh unterbrochen durch die Stalltüre, die geöffnet wurde. Seine Frau kam mit schweren Schritten hinein, blieb bleichspurig, herausfordernd vor ihm, ihrem Mann stehen. Wo warst du? Etwa wieder bei deinen schwulen Brüdern? Hä? Ihre Stimme klang schrill und schneidend, der Kopf war blutrot vor Aufregung und es schien, als wollte sie sich auf das Häufchen Elend stürzen, das da auf der Bank saß. Fankhauser ließ die Tirade seiner Frau vorerst über sich ergehen und schaute demonstrativ den kauenden Kühen zu. Dann stand er auf, ging zu seiner Lieblingskuh und streichelte sie. Dann sagte er, ohne seine Frau anzuschauen, ich war bei der Kommissarin und habe ihr gesagt, wie es war. Seine Stimme klang eher leise und laut polternd, wie es sonst seine Art war. Und wie ist die Wahrheit? So weit ich dir überhaupt glauben kann, ich möchte diese auch gerne wissen. Die Frau stemmte ihre Hände auf die Taille und schaute ihren Mann herausfordernd an. Dieser sagte ihr, was er der Kommissarin gebeichtet hatte, aber verschwieg wohlweislich, dass er sich mit dem Witwerkrigo eingelassen hatte. Du selber, Dora, hast mir gesagt, du hättest im Dorf gehört, dass der Fleischer das Gütlein verkaufen wolle. Also bin ich hingegangen und habe ihm ein Angebot gemacht. Weil er krank im Bett lag und kein Stuhl da war, habe ich mich auf dieses gesetzt und offenbar ein paar Spuren hinterlassen. Deshalb bin ich jetzt für die Polizei verdächtig. Frank Fankhauser stieß seinen verächtlichen Laut auf. So wie ich dich kenne, hoffe ich, dass es beim auf das Bett Gesetz geblieben ist. Warum erzählt dann der lichte Hans im ganzen Dorf? Er habe gesehen, wie du mit dem Toten eine Auseinandersetzung gehabt hättest. Du sollst ihn sogar geschubst haben, dass er fast umgefallen wäre. Warum das? Fankhauser verwirrte einen Moment diese Aussage und deshalb hantierte er weiter, um Zeit zu gewinnen. Dann spielte er den Entrüsteten. Der Lichti, der Sauhund, setzt er wieder einmal Gerüchte in die Welt. Ich bin sicher, der steckt auch hinter den ganzen Verleumdungen und gegen uns, der Sauhund, der. Seine Frau unterbrach ihn. Weich nicht aus. Stimmt es oder stimmt es nicht? Hattest du mit dem Schleicher eine Auseinandersetzung? Der Mann druckste herum. Ja, hatte ich. Er hat mich auf den Preis für das Gütlein angesprochen und als ich ihm den nannte, hat er mich ausgelacht. Ich sei ein Scheißer, ihm als reicher Bauer einen solchen mickrigen Preis zu nennen. Da bin ich ausgerastet und habe ihm einen leichten Stoß gegeben. Das ist alles. Er atmete erleichtert auf, dass ihm diese Lüge so leicht über die Lippen gegangen war. Und das soll ich dir glauben. Hör jetzt auf mit dem Arbeiten, damit wirst du doch nur ablenken. Setz dich und hör, was ich dir zu sagen habe. Die Aussage der Frau im Befehlston war unmissverständlich. Obschon es in Fankhauser zu kochen anfing, weil er sich nicht gern herumkommandieren ließ, folgte er angesichts der Situation, in der er sich befand, dem Befehl und setzte sich auf die Bank. Seine Frau blieb breitspurig vor ihm stehen. Höre mir jetzt gut zu.
Bis jetzt habe ich deine Neigungen im Interesse des Hofes, aber auch der Kinder, aber auch, dass wir schon lange keine Ehe mehr führen, toleriert. Solltest du aber mit dieser Sache etwas zu tun haben, nehme ich keine Rücksicht mehr und schmeiß dich raus. Das kannst du nicht, Dora, bitte. Denk an unsere Kinder, an den Sohn, der unseren Hof übernehmen will und an das Gerede im Dorf, bitte. Aber ich versichere dir, dass ich nichts mit dem Todesschleicher zu tun habe. Durch diesen dummen Zufall bin ich da hineingerutscht und das tut mir leid. Der sonst so selbstsichere Mann flehte seine Frau richtig gehend an. Und ob ich das kann? Du weißt genau, dass ich den Hof in die Ehe gebracht habe. Damit er auch nach einer Trennung mir gehört, habe ich mit deinem Anwalt schon längst gesorgt. Das wusstest du nur nicht, aber jetzt weißt du es. Mit diesen Worten machte sie aber Rückkehr, ging mit raschen Schritten die Türe hinaus und ließ ihren verdutzten Ehemann sitzen. Aber dann hatte sich dieser wieder gefasst und rannte der Frau nach. Vielleicht hast du ja das Ganze arrangiert, um mich wegzuwecken. Du, weil dich der Krieg über die Affäre informiert hat. Könnte ja auch sein. Das könnte es. Auf jeden Fall werde ich die Polizei auch auf diese Möglichkeit aufmerksam machen. Werde ich, wütend schrie der Bauer seiner Frau diese Worte nach. Frau Fankhauser blieb kurz stehen, schüttelte den Kopf und sagte, auch mit lauter Stimme, also, doch Affäre. Aber mach dich mit solchen Anschuldigungen nicht lächerlich. Dann ging sie mit raschen Schritten der Haustür entgegen. Fankhauser ging wieder zurück in den Stall. Als er da stand und zu den Tieren schaute, verlor er wieder die Fassung. Der Kriegel, der Leolump, bringt mich noch um Haus und Hof, der Gauner, schrie er in den Stall hinaus. Dazu verwarf er die Hände. Die Kühe wurden unruhig, als ihr Meister sich so verhielt. Die schon am Boden lagen, standen hastig wieder auf, als der Bauer sah, was er mit seinen Brüllen angerichtet hatte, ging er zu seinen Tieren und beruhigte sie mit Worten und Streicheln. Als ihm das gelungen war, löschte er das Licht und ging in die Tenne, die neben dem Stall lag. Dort ging Fankhauser zu einem Schrank, der verschlossen in einer Ecke stand, und nahm den Schlüssel, der oben auf diesem lag. Er öffnete das Möbel und entnahm ihm eine am Kolben schön geschnitzte doppelläufige Schrottflinte. Aus einem Paket klaubte er umständlich zwei Patronen hervor und schob sie langsam, unendlich langsam in die Läufe. Dann hielt er inne, wie wenn er seinem Leben noch etwas mehr Zeit hätte geben wollen. Plötzlich richtete er das Gewehr mit einem Ruck gegen seinen Kopf und suchte mit den Händen die Abzüge. In diesem Moment schlich etwas Warmes an seinen Beinen herum. Der Bauer nahm das Gewehr herunter und sah, dass es der Hund war. Die treuherzigen Augen brachten ihn wieder zur Besinnung. Mit einem tiefen Seufzer entlud er die Waffe und stellte sie zurück in den Schrank. Dann nahm er den Kopf des Tieres in seine Hände und schüttelte ihn liebevoll. Dieses winselte vor Zufriedenheit und dem Bauern liefen die Tränen herunter. Komm, Barry, komm! Wir gehen in den Stall. Mit diesen Worten ging er zur Tür hinaus. Der Hund folgte ihm auf dem Fuß. Als der Bauer in den Stall eintrat, begrüßte ihn seine Lieblingskuh mit einem lauten Muhen. Gerührt ging er zu ihr und kraute sie am Hals. Dann machte er sich in einer Ecke mit Stroh einen Liegeplatz und legte sich hin. Der Hund kroch zu ihm, wie wenn er gespürt hätte, dass sein Herr Trost brauchte. So? Hat Ihnen das gefallen? Wenn ja, und Sie wissen wollen, wie das alles herausgekommen ist mit dem Bauer Fankhauser, dann kaufen Sie doch einfach dieses Buch. Danke.